Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo, wir begrüßen euch mal wieder von der Hohen Seeburg hier in Dortmund. Nachdem unsere dritte Untersuchung ja so massiv unterbrochen wurde, dass wir leider vorzeitig abbrechen mussten, haben wir uns entschlossen, heute nochmal ein viertes Mal hierher zu kommen, um zu schauen, ob wir das, was wir beim zweiten Mal erlebt, aber nicht dokumentieren konnten, heute aufzuzeichnen. Hier dabei ist natürlich der Jan. Und ja, drückt uns die Daumen. Das Gefühl heute ist relativ gut. Bisher ist es relativ ruhig. Es ist eine wunderschöne Nacht. Der Mond ist hell und ja, schauen wir mal, was so passiert. So, wir befinden uns hier in der kleinen Ruine. Der Jan baut hier schon fleißig auf, weil ja hier die Hauptaktivität vermuten. Die Lufttemperatur ist so ungefähr 7 Grad. Und wie ihr es an der Thermalkamera seht, die Wände sind noch einigermaßen aufgehitzt. Es sind jetzt so zwischen 10 bis 11 Grad, je nachdem. In den Ecken ist es immer tendenziell ein bisschen wärmer, das ist ganz normal. Das ist baulich bedingt korrekt. Da hinten in den Ecken, jetzt mal ohne Thermal, seht ihr eine unserer Bulbs, die ein bisschen dicht macht. Wie ihr auf der Thermalkamera seht, der Boden ist auch so 7 bis 8 Grad warm. Schauen wir uns mal die Ruine komplett an, die kleine hier. Es ist nebenbei eine wunderschöne Nacht. Auch interessant, der Thermalblick der Pflanze. Ah, das sehe ich mit bloßem Auge gar nicht. Auf die Thermalkamera kann es erkennen. Da oben ist ein Baum, der drüber geht. Okay. Nicht wundern, die Geräusche und so. Der Jan, der baut hier schon eifrig auf. Während ich hier ein bisschen noch mit euch rumlaufe, natürlich machen wir wieder eine Grundmessung, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Nochmal von außen die Ruine. Und ganz ehrlich, wir hatten ja in der zweiten Nacht die meiste Aktivität und die heute ist zwar deutlich kühler, aber noch angenehm. Und wir haben auch wieder einen wunderbaren, klaren Sternenhimmel. Da ist der Mond. Nee, hier ist dieses scheiß laute Rauschen von was auch immer. Da hinten schon wieder. Ja, da Ich weiß hinten. nicht, woher es kam. Jetzt irgendwie aus der Richtung hat ein Ast geknackt. Aber richtig krass. Rechts von dir, das ist immer noch ein Steilhang, ne? Da geht es fast senkrecht runter, oder? Ja, ich spüre davon. Ja, ich meine, da geht es hier komplett senkrecht runter, ne? Also fast senkrecht. Schauen wir mal. Ja, die ganze Ruine ist, wer jetzt erwartet, wärmer als die Umgebung. Der Stein ist noch aufgeheizt. Oh, die Ecke ist besonders warm, oder? 12 Grad. Aber gut, der ganze Torbogen ist warm. Nebenbei, falls hier jemand ist, du darfst gerne mit uns kommunizieren. Du darfst uns auch berühren, aber du darfst uns nicht wehtun und uns auch nicht begleiten. So, nochmal der kleine Schwenk. Erstmal ohne Thermal. Das Kriegerdenkmal. Erinnert euch sicher, das sind ja auch diese ganzen Gedenktafeln. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier irgendwo eine thermale Anomalie gibt. Interessant finde ich, dass die Gedenktafel 9 Grad hat. Und die Mauer dahinter fast 12. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Tafeln sehr glatt sind und deswegen schlechter Wärme speichern.
Ja, also, wenn ihr ab und an mal so einen harten Cut seht, dann liegt das daran, dass wir heute schon wieder einiges hören. Und deswegen natürlich gucken müssen. Ja klar, die Ecke ist wieder warm. Aber nochmal zum Blick, weil es so schön ist. Hier ist das Kriegerdenkmal. Das ist neu. Ich weiß nicht, ob das eine Verschandlung oder eine Huldigung ist, aber irgendwer hat hier mit Farbe. Okay, ich habe es mir nicht angeschaut. Genau genommen mit Kreide, was übrigens nicht ganz so schlimm ist. Die Sachen ausgemalt, den Lebenden zur Mahnung. Schmierereien sind leider, glaube ich, aber auch neu. Okay, machen wir einen thermalen Rundblick. Klar, morgens ist mir relativ warm. Ah, die kleine Gebetsnische. Also wir nennen es Gebetsnische. Ich glaube, ich habe letztens mal nämlich nachgelesen, solche Dinger wurden für kleine Opfergaben bereit gemacht. Und die sind krass warm. 14 Grad. Die andere auch. Der Stein dann zwischen 9 Grad. Ja gut, da ist halt viel Luft drin, das dämmt gut. Ja, das was so hell da ist, ist die Schießscharte. Oder ich nenne es mal Schießscharte, ob das wirklich eine war, wissen wir nicht. Ja, große Stufen. Kann man mit der Lampe jetzt gar nicht kaum sehen, ne? Na, jetzt erkennt man, was hier ist noch der Mauerrest. So, das nennen wir mal der Vorplatz. Okay. Der Stein ist kühler als der Rest. Interessant, oder? Das sind von links nach rechts 2 Grad Unterschied. Hier sind auch überall Geräusche. Nichts besonders Auffälliges. Aber nichts zu sehen. Schauen wir mit der Thermalkamera. Wir schauen jetzt quasi in den Gartenbereich. Gut, es ist Frühling, ne? Es sind hier auch Tiere unterwegs. Aber leider nichts auf der Thermalkamera auch zu sehen. Wir haben Tiere, Kleintiere, natürlich auch nur ein kleines Thermalfeld. Auch wenn sie gleich warm sind, also Säuger. Oder auch Vögel. Ich schaue euch das mal an.
Ihr seht es jetzt leider wahrscheinlich auf der Aufnahme nicht so gut. Vielleicht kann ich es ein bisschen heller machen. Aber der Mond scheint hier quasi durch ein Geflecht von Ästen von zwei Bäumen oder drei sogar hindurch. Sieht echt toll aus. Aber heute ist das Gefühl komisch. Das ständige Knacken um einen herum. Das Gefühl, als wären wir im Wald. Da ist der Gang, der hinterführt. Aber auch hier nichts zu sehen. Ich mache nochmal den Schwenk. Aber auch hier alles sanft. Keine Besonderheit. Ich sage ja, das ist sehr empfindlich. Hier, geh wieder los. Naja. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas, aber wahrscheinlich ist es meistens zu schwach, um irgendwas zu zeigen. Mhm, glaube ich auch. Burstet es quasi, ich sag jetzt Burstet es, dann, wie gesagt, dann gibt es manchmal Spikes, wo man auch krasse Ausschläge hat. Ja, wir müssten doch jetzt die Geisterstunde haben, ne? Ja, wir haben, ich glaube, 20 nach oder so, 20 nach 3. Perfekt. Also, nutzen wir die volle Energie aus. Und ich gehe jetzt noch mit dem Remaster um, der ist sehr, sehr empfindlich. Ihr habt ja gesehen, hier in der kleinen Ruine, wie wir es nennen, hatten wir ja eh schon die meiste Aktivität vermutet und auch erlebt. Und der ist halt super empfindlich, der Remaster. Der ist eigentlich so, ich nenne es mal eine Wünschelrute für EMF, reagiert auf alles Mögliche. Ja, wir hatten ja bei der zweiten Untersuchung ein, nennen wir es mal, Leuchtphänomen gehabt. Was wir nicht dokumentieren konnten, weil wir waren beim Abbau und es liegt zwar eine Kamera, aber nicht in der Richtung, wo es war. Und das muss entweder von der Treppe oder von dem Weg hier gekommen sein, weil es schoss regelrecht, ich zeige das nochmal kurz, da ist ja der Torbogen von der kleinen Ruine, schoss etwa auf Kopfhöhe regelrecht da rein, kurz davor und schwebte da für ein paar Sekunden. Das heißt, es kann nur aus diesem 90-Grad-Bereich gekommen sein. So, wir schauen mal. Hier ist wieder das Kriegerdenkmal. Ob der Remmaster irgendwas auffängt. Wie gesagt, ganz empfindlich. Hier kommt gerade ein kalter Wind. Aber alles sehr friedlich. Wenn ihr ein paar andere Videos von uns schon gesehen habt mit dem Gerät, dann wisst ihr, wie empfindlich das ausschlägt. Ich gehe mit der Kamera ein bisschen näher, dann merkt ihr es schon. So, ich bin jetzt ungefähr 15 cm weg gewesen. Da fängt es schon an zu reagieren. So. Hier ist der, nennen wir es mal, Liebestreff. Hallo? Ist hier jemand? So, wenn ich den Stein näher komme, wird das Magnetfeld gestört. Hallo, ist hier jemand? Vor uns hatten wir ganz viel Knacken. Jetzt. Ja, gespenstische Stille, sage ich mal. Einfach weil es gut klingt. Das war nur der Koffer von uns. Der Jan baut gerade noch auf. Das seht ihr auch schon im Hintergrund.
Was ich hier in der Hand halte, ist die EMF-Pumpe. Was die macht, ist relativ einfach. Nach der Energiethese brauchen ja Phänomene irgendeine Energiequelle. Und genau das ist es, was die macht. Die ist quasi ein massiv unisolierter Motor, der im Gegensatz zum echten Motor, der versucht, dass möglichst keine Wärme oder energetische Strahlung abgegeben wird, sondern effizient genutzt wird, ist die darauf konzipiert, die möglichst abzustrahlen. Wenn ich gehe mal näher ran, da hört ihr jetzt wie ein Motor. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen rum und schau mal, ob ich ein bisschen Energie verteilen kann, ob das irgendwas Positives bringt. Ja, wir waren ja auch lange unterwegs. Nicht wundern, wir haben jetzt da auch noch ein anderes Experiment gemacht. Wir hatten jetzt eine wirkliche Reaktion gehabt, deswegen haben wir die Bulbs mal auf Rot gestellt. Einfach verschiedene Farben verursachen verschiedene Emotionen und damit verschiedene Gemütslagen. Und vielleicht bekommen wir auf Rot eine Reaktion. Okay, mein Name ist Egbert, der Mann neben mir heißt Jan. Wie heißt du? Wann bist du geboren? Wir hören hier einige Geräusche. Bist du das? Wir hatten, als wir einmal hier waren, eine helle Gestalt gesehen. Kennst du sie? Kannst du das hier beenden? Dü, 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 dü. Möchtest du, dass wir gehen? Okay. Gut, hör mal rein. Ja. Mein Name ist Egbert, der Mann neben mir heißt Jan. Wie heißt du? Wann bist du geboren? Wir hören hier einige Geräusche. Bist du das? Wir hatten, als wir einmal hier waren, eine helle Gestalt gesehen. Kennst du sie? Kannst du das hier beenden? Dü, 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 dü. Hast du es gehört? Oder so. Möchtest du, dass wir gehen? Okay. Aber auf das Entferntes gewesen sein. Wie so ein hysterisches Schreien aus einer richtig weiten Entfernung. Okay, nicht gut, aber cool. So, gerade übrigens, wir haben gerade getestet, ich bin gerade hier runtergelaufen und ich habe gerade unten an der Treppe gestanden. Und habe mich hart beobachtet gefühlt. Aber nicht so ein bisschen hart. Ich probiere es nochmal. Aber krass.
so. Das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl. Das war richtig komisch. Ich hatte richtig fast schon Panik. Das habe ich noch nie gehabt. Gut, okay, warte. Wir sind jetzt übrigens unten am Turm. Gut, ich gehe jetzt mal durch. Ich habe eine instinktive Angst gerade davor. Alter, Junge. Ich habe jetzt gerade richtig hart geknackt, als ich das die ganze Zeit angeleuchtet habe. Ja, bestimmt hier, oder? Keine Ahnung. Aber ich, keine Ahnung, ich traue mich nicht mal gerade unten mich hinzustellen. Ich weiß nicht warum. Gefunden. So, schau. Was denn du? Alter. Was muss ich tun? Wohin muss ich? Also ich bin unten statt in einer Ecke. Hier? Ja, nee, das ist weiter vorne so, oder? Da hier so eine Ecke. Da wo ich hinläufe. Und bleib einfach mal so die Idee vom Stirn lassen. Und irgendwie. Weiß ich nicht. Ich geh mal kurz da hinten in die Ecke, ne? Ja, ja. Hier noch meine Lampe dazu. Oh, die Luft ändert sich gerade sehr. Ich sehe das Eiskristall ausfallen. Immer dunkel. Wenn du dich mitteilen möchtest, ich stehe hier. Überhaupt nichts, leider. Ich habe die ganze Zeit erstmal dunkel gelassen. Von hier kann man es nur ganz schwer sehen. Da hinten ist aber der Turm. Da oben ist Ende. Der Jan hat jetzt ganz brav das Monitoring hier aufgebaut. Um das mal kurz zu erläutern. Wir haben hier drei Kameras stehen. Das hier ist die Sony. Ich blicke mal für euch in die Richtung, wie sie blickt, ungefähr so. Weil halt von dem Winkel, beziehungsweise von da, die eine Lichtquelle damals gekommen sein musste. Das muss gegen 4 bis 5 Uhr gewesen sein, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und deswegen erwarten wir, dass es da eventuell wiederkommt. Im Hintergrund ist noch der Jan. Hier haben wir die IR-Kamera, verstärkt mit Fassenlight, die den Turm filmt, der auch relativ viel Aktivität letztes Mal hatte, oder vorletztes Mal besser gesagt. Und last but not least die Full-Spektrum-Kamera, die leuchtet den Weg aus, weil wir da beim 2. Mai auch ab und an Geräusche hatten.
ist ein Licht. Ich sehe nichts. Schritte jetzt sind hier. Theoretisch muss man sich da. Die Schritte jetzt sind hier. Theoretisch.
dritte jetzt nicht mehr. Theoretisch. Wie ihr gesehen habt, ist leider nicht viel passiert, was eigentlich sehr schade ist. Ja, wir haben jetzt auch überlegt, ob wir nochmal herkommen, woran es gelegen haben könnte. Und wir beide sind der Meinung, der einzige variierende Parameter ist hier die Temperatur, denn wir waren ja, wo wir das zweite Mal hier waren, im Sommer hier, wo es wirklich sehr, sehr warm war. Und da hatten wir viel Aktivität. Vielleicht ist das an die Energie durch die Wärme gebunden, die gespeichert wurde. Vielleicht ist das von der Jahreszeit abhängig, aber ich glaube nicht, dass wir viel haben. Was denkst du, Jan? Nee, ich glaube, wir haben heute überhaupt nichts. Die paar Sachen, die waren eher, glaube ich, vernachlässigbar. Aber mehr werdet ihr wahrscheinlich in der Auswertung gleich sehen. Denn wir wissen genauso viel wie ihr gerade. Genau. Alles klar, dann macht's nicht gut, macht's besser und tschüss. Ja, tschüss. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung der Untersuchung der Ruhn-Sieburg in Dortmund. Ja, wir waren da jetzt insgesamt ja viermal mit ja, teilweise Störungen, sage ich mal. Und beim zweiten Mal hatten wir ja was gesehen gehabt, eine Lichterscheinung, die wir leider nicht dokumentieren konnten, weil wir gerade am Abbauen waren. Die letzte Kamera, die lief, natürlich nicht in die Richtung geschaut hat. Und wir waren jetzt ja so oft dort, um das noch einmal wiederzufinden. Und leider hat es bisher nicht geklappt. Und auch in diesem Video können wir euch leider nichts präsentieren und wir haben es auch nicht wieder gesehen. Das Einzige, was wir jetzt wirklich gut verwerten können, neben ein paar Geräuschen, die wir aber durchaus sagen können, dass das aus der Natur einfach kam, die Ruine bröckelt ein Stück, irgendwelche Tiere bewegten sich etc. pp., ist dieses, nennen wir es mal Orb. Orb ist allerdings ein schwerer Begriff, die Bedingungen sind erfüllt. Es ist keine logisch geradlinige Bewegung, es ist kein Insekt und es hat in gewisser Weise selbst Licht emittiert, allerdings nicht besonders viel. Es war heller als die Umgebung, keine Frage, und hat sich irgendwie bewegt. Aber um jetzt ganz 100% sicher zu sein, dass es ein Orb ist, reicht das nicht. Es war einfach sehr, sehr schwach. Wir lassen es jetzt mal zu euch zur Diskussion stehen. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch ein Orb? Oder doch vielleicht ein Insekt oder, weiß nicht, ein Staubpartikel, was nahe der Linse ist? Wie gesagt, also Insekten und Staubpartikel haben wir schon sehr oft gesehen. Das verhält sich halt einfach komplett anders. Und ja, dann haben wir ja noch den kleinen Laser dort, den einen Punkt, der kurz im Hintergrund in den kleinen ja, Erkerfenster sozusagen auftaucht, was bedeutet, dass da irgendetwas sich bewegt haben muss, dass der Punkt in den Vordergrund gerückt ist und somit sichtbar wurde. Das kann aber auch wirklich gewesen sein, dass irgendein Baum irgendwas runtergefallen ist, sei es ein Blatt oder sonst was und gerade da im günstigen Moment, es war ja auch nur ein Blinken, sage ich mal, er sichtbar wurde. Insgesamt können wir jetzt also nicht wirklich bei der vierten Untersuchung irgendwas Greifbares, sage ich mal, dokumentieren und haben deswegen auch einen Parascore von 0 für die vierte Untersuchung angesetzt. Und ja, wir überlegen jetzt, ob wir es sein lassen, der Sache dort nachzugehen. Es ist natürlich interessant, weil wir auf jeden Fall etwas gesehen haben und es wäre genial, wenn wir das dokumentieren könnten. Allerdings ist es natürlich auch mit gewissen Aufwand verbunden. Man muss immer dahin gehen und schauen, ist es wieder da, ist es ja immer nur eine Stichprobe. Und vielleicht, wenn jemand von euch mal des Nachts dort sein sollte, kann er ja gerne mal schauen. Wenn man in dieser kleinen Ruine ist, dann kam es sozusagen von rechts, wenn man rausgeht und hat vor dem ja, Eingang kurz geschwebt. Wenn ihr darauf achten wollt, ob wir jetzt nochmal hingehen, wie gesagt, ist unsicher, das werden wir diskutieren. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn natürlich, ihr sagt, wir sollen es nochmal probieren, dann werden wir natürlich ein bisschen da auch das beachten, weil wir sind zwar ein Team, aber als unsere Community gehört ihr natürlich mit dazu und wir versuchen natürlich auch darauf einzugehen, was ihr für Vorschläge, Ideen und so weiter habt. Und das, denke ich, ist jetzt ein gutes Schlussplädoyer, um zu sagen, dass wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Dran zu erinnern, dass ein Like uns natürlich immer sehr viel hilft. Abo da lassen wir natürlich auch eine ganz nette Sache. Und ansonsten kommt jetzt noch
wie gewohnt das Schlusswort. Und ansonsten macht es nicht gut, macht es besser. Bis zur nächsten Untersuchung und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.